Was kann der Vertrieb vom Fußball lernen? Live aus dem VfL Bochum Stadion. Klären wir einmal die Rolle einer Führungskraft und vergleichen wir das Ganze mit dem Fußball. So, also hier haben wir das große Spielfeld, da gibt es einen Torwart, es gibt Abwehrspieler, es gibt Mittelfeldspieler und es gibt Stürmer. Also es gibt die Spieler und dann gibt es hier die Bank. Das ist die Ersatzbank vom VfL Bochum und hier sitzt auch der Trainer. Also das sind die Beteiligten an einem Fußballspiel und jetzt gucken wir uns die Rolle an. Wenn eine Mannschaft 3, 4, 5, 6, 7 Mal hintereinander verliert, welche Position, welche Person steht sofort in der Kritik? Über wen wird diskutiert? Wen sollte man möglicherweise entlassen? Es ist der Trainer. Ja, der Trainer. Weil wen wollen Sie sonst entlassen? Wollen Sie den Torwart entlassen oder den Mittelfeldspieler? Das macht ja keinen Sinn. Den Trainer. Warum den Trainer? Weil erstens, der Trainer hat diese Mannschaft ausgesucht und aufgestellt. Er hat gesagt, wer spielt und auf welcher Position er spielt. Er hat gesagt, du bist ein Stürmer, weil du bist besonders schnell und du kannst dich durchsetzen, du bist kopfballstark, du bist ein Stürmer. Und dann gibt es eben auch Verteidiger und es gibt und so weiter. Der Trainer bestimmt, wer auf welcher Position spielt. Der Trainer bestimmt, wer auf der Ersatzbank sitzt. Und das ist nicht witzig. Die, die hier sitzen, wollen nämlich spielen. Aber er sagt, nein, du spielst nicht. Du bleibst auf der Bank. Also es ist keine Position, um den Freundeskreis zu erweitern an der Stelle, ja? Und wenn jetzt eine Mannschaft nicht gewinnt, mehrfach hintereinander verliert, dann liegt es am Trainer, weil der verantwortlich ist für die Mannschaftsaufstellung und für die Leute. Er sagt, wer spielt, wo die spielen und was die im Training zu tun haben. Er stimmt die Mannschaft ein. Übrigens, auch in der zweiten Bundesliga gibt es keine Spielertrainer. Also der Trainer, der hier normalerweise sitzt, der läuft nicht zwischendurch auf den Platz und sagt, den Freistoß, den mache ich jetzt mal. Oder der sagt, pass mal auf, die zweite Halbzeit, gib mir mal dein Trikot, ich spiele die zweite Halbzeit. Das könnte der gar nicht. Dafür hätte er gar nicht die Kondition und auch nicht die Technik. Er ist halt Trainer. Übertragen wir das Ganze auf den Vertrieb. Der Trainer ist die Führungskraft, der Verkaufsleiter, Vertriebsleiter, wie auch immer wir das Kind nennen. Und er ist verantwortlich erstens dafür, wer spielt. Wer spielt im Vertriebsteam? Auf welcher Position wird gespielt? Ist der Hunter oder ist der Farmer, ist der Angreifer oder Verteidiger? Er sagt auch, wer nicht mehr spielt und auf die Bank kommt oder die Mannschaft verlassen muss. Er kündigt. Und jetzt ist der Haken, die meisten sind Spielertrainer. Spielertrainer, das sind die, die zwischendurch noch selber auf dem Platz rumlaufen. Und das gibt es in der Bundesliga nicht und in der Champions League erst recht nicht. Und wo wollen sie spielen? Spielen sie Champions League in ihrem Markt? Bundesliga in ihrem Markt oder Kreisklasse? Kreisklasse, dann laufen sie auf dem Platz rum. Dann gehen sie zum Kunden und machen die Aufträge selber. Dann machen sie die Jahresgespräche selber. Wenn sie ein Profi sind, dann lassen sie ihre Verkäufer die Jahresgespräche selber führen. Sie können die ja begleiten, aber sie greifen nicht in das Gespräch ein. Die Entscheidung, die Verantwortung liegt bei dem Verkäufer. Suchen Sie die richtigen Leute aus. Und wenn die Leute besser spielen, nein, wenn Sie besser spielen als Trainer, als die Leute, dann haben Sie die falschen Leute eingestellt. Also, suchen Sie die richtigen Leute und stellen Sie Top-Leute ein. Qualifizieren Sie die immer weiter, trainieren Sie die weiter, dass die als Verkäufer auch performen. Und wenn einer nicht liefert, dann wechseln Sie ihn aus. Und bleiben Sie weg vom Spielfeld. Bleiben Sie auf der Bank sitzen, bleiben Sie in Ihrer Coaching-Zone, aber hören Sie auf, ständig auf dem Platz rumzulaufen. Das gibt's nur in der Kreisklasse. In dem Sinne, wenn Ihnen das gefällt, dann liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal, verteilen Sie es im Social Media und ich wünsche Ihnen fette Beute im Vertrieb und immer die richtige Mannschaft. Viel Erfolg!